Ich bin Sir Glory, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das wird ein Vlog zu meiner Reise nach Antalya, Belek und Padrie. Viel Spaß bei diesem Vlog, zieht's euch rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ausziehen, damit man den Sand unter den Füßen spürt. Deswegen bin ich hier. Das ist zu heiß. Oh, ist das heiß. Ah, ist das heiß. Oh mein Gott. Bitte nicht lachen, ja. Ich habe voll Sonnenbrand auf der Nase. Ich, Otto, habe gestern 6 Stunden in der Sonne gelegen, meinen Bauch, meine Nase und Brustkorb nicht eingecremt. Den Rest, ja, schaut euch das mal an. Krebsrot. Deswegen, damit ich nicht ganz so schlimm aussehe, decken wir das Ganze mit einer Brille. Kakalaka. Ist tot. Warum? Die Ameisen essen sie. Oh, ja, die zerpflücken die gerade. Fisch. Der ist schon halb weggefuttert. So viel Mühe gegeben.
Bitterrouladen, Gurken, Oliven, Zitrone, darf natürlich nicht fehlen. Ganz schön kalt. Sagen, es ist echt windig geworden, obwohl es heute ein sehr heißer Tag war, bis zu 37 Grad. Ich sterbe, guckt euch das mal an. Sonnenbrand vom Feinsten. Juju! Hello! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, liebe Mausi. Oh mein Gott. Alles gut, liebe Mieze. Alles gut. Vielleicht springt die mich an oder so. Ich glaube, die will, dass ich sie massiere. Ich habe aber Angst. Ungewohnt bin ein. So. Ich gehe jetzt zum Galaabend. Das ist mein Outfit. So. Ab zum Galaabend. Ich bin mal richtig gespannt, wie das wird und vor allem, wie das Essen ist. Wobei, ich muss sagen, ich habe gar keinen Hunger. Hier gibt es rund um die Uhr was zu essen, überall. Also erstmal fängt es morgens mit einem deftigen Frühstück an, mittags deftig, zwischendurch gibt es Pide, Pizza, Pommes, Burger am Strand, all inclusive, deftig, und jetzt dann auch nochmal das Abendessen. Also ich warte mal ab, vielleicht esse ich auch nur Obst und Gemüse. So, jetzt muss ich wieder die ganze Auffahrt hoch. Manchmal gibt es Autos, die einen mitnehmen. Hier hoch, aber ich hatte Lust zu laufen. Bei all dem, was man isst und wie man chillt, schadet es nicht, während man läuft. Ne? Ich habe mal angeguckt, als wäre ich vom Mond. Ich glaube, hier in der Türkei, und hier sind sehr viele, ich glaube, Besucher aus Russland, die kennen so einen Selfie-Stick gar nicht und gucken mich an, als wäre ich gekloppt. So, ich zeige euch jetzt mal, wo ich hoch muss. Da muss ich hoch. Mit meinen hohen Schuhen. Und das schaffe ich auch. So. Ich habe voll Lust, jetzt gleich am Abend am Strand entlang zu spazieren und einen Cocktail dort zu trinken. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich, was ich esse und was ich trinke. Bis gleich. So, schaut mal, jetzt sitze ich hier am Tisch und das ist mein Ausblick. Ich sitze jetzt hier am Meer und ja, habe mir dann einmal hier Kirschen genommen. Ich liebe Kirschen. Und das ist mein Hauptspeisenteller. Meeresfrüchte, Mix. Ich sehe Tintenfisch, Muscheln, Garnelen mit frischen Gurken, Köfte. Und dann habe ich hier noch Kiwi mit Pflaumen. Ich lasse es mir jetzt schmecken und ich glaube, ich gehe dann gleich noch an den Strand was trinken. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. So, ihr Lieben. Ich gehe jetzt runter zum Strand. Wollt ihr mit? Sehr gut, ich nehme euch mit. Einmal hier über diese Fußballwiese hier. Nicht, dass ich einen Ball gleich abbekomme. Oh, lecker. Und die Grillen da. Mmh.
lecker. Frischer Fisch und Hühnchen. So, wo bin ich denn gestern lang gegangen? Wie komme ich denn da runter? Das sieht jetzt schon so cool aus. Ganz ehrlich, ich habe vorhin ein Foto von einer Freundin bekommen aus meiner Heimatstadt oder beziehungsweise aus Deutschland. Und das Wetter dort ist Katastrophe. Und wenn man das weiß und schön bei 30 Grad mit dem Hintern in der Sonne liegt, dann will man gar nicht zurück. Ist das schön, Leute. Guckt euch das mal an. Oh, ich nehme euch gleich mit. Auf jeden Fall, ich drehe mich einmal um. So sieht der Himmel aus. Das sieht cool aus. Nur so. So. Hey, du Faule! Ja, ich Ich muss nicht wieder.
Wasserschein.